die letzten 3 Monate sind eigentlich nur noch Hustle. Also man arbeitet super viel an Details, dann kommen immer wieder kurzfristig Änderungen rein der einzelnen Acts. Gleichzeitig versucht man, die Proben mit der Band vorzubereiten und da vergeht die Zeit bei der Dichte an Aufgaben, die so auf dem Zettel stehen, echt wie im Flug. Hast du die richtige Pilotspur an? Ich ziehe durch die Straßen von Paris bei Nacht. Freiheit unter Mur, Gassen vor der Tür. Ra, ra, raus, 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 raus. Klingt wie ein Jingle. Okay. Ich ziehe durch die Straßen von Paris habe immer schon geträumt von dir und dieser Stadt. Der Duft von Freiheit zieht durch die Gassen vor der Tür. Was ist das allererste, was du spielst? Das. Ja, dann ist das, genau, meine ich das genau. Kannst du gebunden spielen, eher so melodiös. Cool. Der Druck, der auf einem lastet, der ist auf jeden Fall da. Den kann man nicht verschweigen. Und der war in diesem Jahr und bei dieser Show ziemlich immens, weil man weiß, was für eine Verantwortung man trägt und man bis zum Tag der Premiere einfach nicht sagen kann, ob all das, was man sich im Vorfeld überlegt hat, genauso funktioniert, wie man es hofft und ob das Publikum das annimmt. Und diese Mixtur aus natürlich auch krasser Vorfreude und Aufgeregtheit, endlich auf die Bühne zu gehen und diese Show umzusetzen, aber gleichzeitig auch diese Unsicherheit und das Bangen, dass hoffentlich der Funke überspringt, das ist so eine krasse Mixtur aus Gefühlen, die ich nirgendwo anders im Leben finde. Kleines Kreischen. Hast du den Fehler in der Hand? Ja, das war mein Kranich. Ja. Los damit! Digga, Brust damit! Ein letztes Mal in die Siegerpose zum Saxophon-Solo! Brust damit! Zusammen kommen wir mit Heidi kein Herzinfarkt. Ist die Band schon abgereist? Nein! Nein! Ist die Band schon abgereist? Nein! Thank you.
Im Zirkus gibt es halt einfach keine Grenzen. In keinerlei Hinsicht. Und das ist einfach mega. Und natürlich ist das eine total gefährliche Traumwelt, in die man sich da flüchten kann. Aber das ist gleichzeitig auch ein super schön gezeichnetes Bild davon, wie die Welt eigentlich sein könnte. Und das macht mich immer total glücklich und total traurig gleichzeitig zu sehen, wenn wir am Ende der Tour wieder getrennte Wege gehen. Und ja, dieses Gefühl von, die Welt ist eigentlich doch gut, dann so einfach so aus den Händen gerissen wird und man halt wieder nach Hause geht. So.